Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Nachdem wir das kurze und nette Mandragon durchgespielt haben, werden wir uns Poncho widmen. Widmen werden wir uns Poncho. Wer schon etwas länger meinen Channel verfolgt, dem wird der Name Poncho irgendwie was sagen. Und zwar werde ich diesen Leuten jetzt sagen, jawohl, ihr liegt genau richtig. Poncho war ein Spiel, das ich mal bei Lost on Kickstarter vorgestellt habe. Und das ist mittlerweile auf Steam erschienen und ich bin jetzt sehr neugierig, da mal reinzugucken und das möchte ich natürlich mit euch machen. Ich habe gerade schon festgestellt, es gibt im Hauptmenü kein Optionsmenü, es gibt nur Spielen und Spiel verlassen. Ich würde ja eigentlich gerne noch ein bisschen Sound regeln und so, aber das geht anscheinend nicht. Na gut, egal, schauen wir rein. Oh, Sterne. Eine Großstadt über den Wolken, wie es scheint. Wo ist das Ende, glaube ich, stand da. Ihr habt jetzt einen unfairen Vorteil, ihr könnt das Video kurz stoppen und euch die Wörter angucken. Aber auf jeden Fall sieht das gerade nicht gut aus. Uah, Psychedelik! Ah! A gedrückt, um zu springen. Okay. Das sind wir. Wir sind der kleine Mann mit dem Poncho. Kann ich diese Substanzen da oben einsammeln? Nö. Okay. Oh, ich kann mich in der Kiste verstecken. Hallo, ihr seht mich nicht. Seltsames psychedelisches Intro. Hoffentlich habe ich keine epilepsieanfälligen Zuschauer, das wäre jetzt schlecht. Bei all den bunten Farben. Okay, so richtig viel verrät uns das Spiel im Moment noch nicht. Ich habe einen Tüdel eingesammelt. Augenscheinlich will mir das Spiel damit sagen, man soll Tüdel einsammeln. Mhm. Ah. Das war nicht gut. Bin mir noch nicht ganz sicher, was die... Okay, ich kann nach vorn wechseln. Einfach so. Ah, ich kann auch wieder nach hinten wechseln. Alles klar. Moment. Und drücke LB, um nach hinten zu wechseln. Das ist freaky. Ah, okay, das muss ich dann. Moment, falsche Taste. So wieder machen. Kann ich übrigens auch nicht mit RB, sondern mit den. Also nicht nur mit RB, sondern auch mit der anderen Schultertaste, die dahinter ist. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. LT? Also RT, genau, RT ist es dann, ja. Machen. Mhm. Okay. Letzte Spielmechanik. Oh, jetzt haben wir auch noch Zeitdruck. Ah! Achso, hier, X. Achso, Hintergrund. Hilfe! Hilfe! Hilfe, 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 Hilfe! Die Zeit geht so schnell weiter.
Ich habe Angst. Zeit. Eine Minute nur noch. Wo muss ich hin? Das war gar nicht knapp. 8 Sekunden nur noch. Das hat die doch nie im Leben fair runtergezählt, die Uhr. Aha. Du bist endlich wach. Willkommen zurück, mein Kind. Wenn du das hier hörst, dann habe ich versagt. Die Welt ist untergegangen. Oha. Als ich dich gebaut habe, habe ich etwas in dir versteckt. Damit kannst du mich befreien und die Menschheit bekommt einen Neuanfang. Papa? Okay, das ist gerade ein bisschen psychedelisch. Oh, warte. Ah, ich kann nicht wieder zurück. Ich vermisse dich, du bist fast da. Der rote Turm, komm zu mir, mein Kind. Geh weiter. Rette uns alle hier drüben. What? What? Dead Story. Okay. Ich kann mich noch nicht bewegen. Da ist der rote Turm, da müssen wir hin. Das ist alles, was wir so irgendwie wissen. Wir müssen zum roten Turm, um die Menschheit zu retten. Oh. Das war schon mal nicht gut. Aber wo sollte ich auch hin? Oh, vielleicht war das doch nicht so falsch. Wer bist du? Hallo? Süßer Roboter, süße kleine Dinger. Das ist ein bisschen verwirrend. Ich sammle mal weiter. Weiter diese Dinger ein, wollte ich sagen. Also richtig viel erzählt einem das Spiel nicht. Man muss sich doch vieles selbst erklären. Ja, und jetzt? So nicht, dann so vielleicht. Ah. Oh, Alter. Das könnte gelegentlich noch schwierig werden. Wie komme ich denn da oben hoch? Dieses Geräusch, wenn man das falsch macht. Ja. Kann ich vielleicht im Hintergrund irgendwo hoch? Ich glaube, hier komme ich noch nicht weiter. Das ist ja... Also diese Ebenenwechselerei finde ich ganz cool gemacht. Ich bin mir noch nicht so gar... Hast du gedacht, Spiel, wa? Hm. Du bist ein seltsamer kleiner Kerl. Ah, vorhin hast du irgendwas mit Zahlen gesagt, das konnte ich nicht vorlesen. Nichts existiert wirklich. Willst du noch was erzählen? Ich frage mich. Man ist ein eloquent, ein denkender Roboter. Ja? Ich kann nichts dafür, dass die Alten mir diesen Hut gegeben haben. Dein Schöpfer ist nicht real. Ruhig? Na, jetzt fängt er mit Zahlen an. Ich hoffe, dass...
Warum sind wir alle blau? Weil wir Roboter sind. Den Schlüssel habe ich schon. Aha. Ah, ich kann mir immer so Schlüssel für diese Münzen kaufen. Und dann schalte ich immer die daneben liegenden Felder frei erstmal, okay. Interessant. Thank you. Ah, ich hätte doch zwei rote kaufen sollen. Naja gut, das konnte ich aber nicht wissen. Zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht gesehen gehabt. Na gut. Ah! Halt, hier ist noch so ein Plüngel. Ich liebe meinen Hut. Das machen wir. Was ist das hier? Ah, das Zeug wird rot, wenn ich diesen... Ah. Ah, okay. Das Ding verhindert, dass ich nach hinten kann. Das muss doch gehen, oder? Nee. Ah ja, so ist das gedacht. Ah, es verhindert nicht, dass ich in den Vordergrund wieder reinkomme, aber es verhindert, dass ich quasi aus dem Ort, wo ich dann in dem Moment gerade bin, rauskomme. Nice. Geht sehr flüssig von der Hand, auch diese Mechanik. Ich finde den Sprung ein bisschen träge, bin ich ganz ehrlich. Aber ansonsten geht das Spiel echt gut von der Hand. Es ist vielleicht stellenweise ein klitzekleines bisschen unübersichtlich. Mit diesen ganzen Hintergrund- und Vordergrundebenen. Nein, falsche Taste. Die Erde erobert das Land zurück. Ja, das haben wir mitbekommen. Ja, gleich. Erstmal gucken wir uns hier weiter um. Ich wollte noch nicht durch das Schwarz gehen, ey. Blödes Spül. Gemein von dir. Das wollte ich noch nicht. Ich wollte erst hier diesen Super-Beam-Dings da benutzen. Die Reise beginnt. Ah! Damit habe ich quasi das Kapitel abgeschlossen und man kann in jedem Level eine bestimmte Menge an Sachen sammeln. Dann wollen wir hier doch noch ein bisschen gucken. Zählen da auch die Sachen dazu, die ich kaufen muss? Ich frage mich, was die Katastrophe verursacht hat. Ja, ich auch. Habe ich denn schon wieder genug Dinger für den roten Schlüssel? Nein, mir fehlt einer. Schade. Thank you. Ah, ich kann aber nicht zweimal auf einem, zweimal hintereinander jumpen. Also, nicht zwei Ebenen auf einmal überqueren. Ja. Gut, wenigstens gibt es aber keinen, du stirbst und dann musst du irgendwie ganz weit respawnen oder sowas, sondern das ist halt ein, naja, wenn du runterfällst, fällst du runter und dann spawnst du wieder. Also, das ist, noch ganz harmlos, wenn das einem hier passieren kann. Und ich müsste, ja, ich hätte mal eben, ich dürfte, ich wäre. Ja, sehr gut. Hier da oben die Dinger, wie komme ich an die ran? Da oben ist auch noch so ein Teil. Wie komme ich denn da hoch? Ja, Zahlencodes, alles gut. Muss doch irgendwie da hochkommen. Vielleicht wird das auch später erst unlocked, indem man irgendwie sowas wie einen Double Jump kriegt oder so, dass man in späteren Levels noch mehr Goodies freischaltet. Mal gucken. Gut, das Ding haben wir aktiviert, damit haben wir das Level geschafft sozusagen, aber hier gibt es ja bestimmt links noch weiter. Da waren wir ja noch nicht. Uah! Ja, Okay.
Ah, die Dinger wechseln immer die Ebene. Wechsle ich mit denen mit? Nee. Die lassen mich im Zweifel stehen. Gut, ich meine, müssen mich nicht stehen lassen. Ich kann ja mit denen wechseln. Oh, das ist zwei Ebenen hinter mir. Das geht tatsächlich. Also das mit den Dingern wechseln. Das ist eigentlich ganz cool. Dann würde sich jetzt mir die Frage stellen, kamen wir irgendwie auf diese Dinger drauf? Ah, ja, so könnte das klappen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, was ich hier vorhab. Erstmal sammeln wir das ein. Das war gemein. So, jetzt können wir hier nämlich hoch. Können wir hier hoch? Und dann können wir hier nämlich auch diese beiden Flügel einsammeln. Ups. So. Ich glaube, dann haben wir in diesem Bereich zumindest alle kleinen Kristallpönökel. Dinger, wie auch immer die heißen, eingesammelt. Hier geht's nicht weiter. Achso, Moment. Ja, you have to think with portals. Hey, warum trägst du einen Poncho? Tja. Weil das Spiel sonst nicht Poncho hieße. Was auch immer er jetzt gerade gesagt hat, habe ich nicht gelesen. Sorry. Sind wir von der anderen Seite in diesem Gebilde, wo ich anfangs sagte, wir kommen hier noch nicht weiter? Das ist interessant. Also. Anscheinend ist das so eine Art, sind die Level immer so eine Art Rundparcours, das heißt. Das heißt, wenn Ente zu dumm ist, ist Ente zu dumm. Nein, das heißt letzten Endes. Komm ich. Fuck. Na! Komme ich, wenn ich die ganze Zeit nach rechts laufe, irgendwann auf derselben Stelle wieder raus, wie wenn ich die ganze Zeit nach links laufe. Oh, falsche Taste. Ich wollte in die falsche Ebene springen. Sorry. Jetzt aber. So. Wer bist du eigentlich? Ah, jetzt auch zu spät. Das ist auch ein bisschen seltsam, wann er wenn man so will, diese Szene wechselt. Das ist auch noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Aber passt schon. Einige unserer Daten wurden numerisch kodiert. Ich kann sie nicht lesen. Okay. Ja, das war dieser doch leicht unübersichtlichen Grafik geschuldet. Und jetzt? Dahin. Ich will immer noch wissen, wie ich da oben hochkomme. Da muss doch irgendein Weg geben. Kann ich vielleicht irgendwie da in den Hintergrund auf dieses Ding drauf? Ja, theoretisch kommen wir da irgendwo da drauf. Komm, ich finde von hier überhaupt irgendwo hin. Gar nicht, oder? Ah, so. Das wollte ich jetzt allerdings gar nicht. Eigentlich wollte ich genau das Gegenteil machen. Das habe ich doch. Nee, habe ich vorhin auch nicht geschafft. Ich musste erst irgendwie da hoch, ne?
Ja, okay, warte. Ah, das ist das, wo ich mit den Schlüsseln hinkomme. Den wollte ich aber noch haben. Das heißt, ich muss mir noch einen roten Schlüssel besorgen und einen blauen. Für den roten hätten wir schon wieder genug Coins eingesammelt. Nennen wir die Dinger jetzt einfach mal der Einfachheit halber Coins. Weiß nicht, ob es Coins sind, aber ist auch wurscht. Ach, das ist auch doof. Ich habe doch längst wieder einen roten gehabt irgendwoher. Den hätte ich ja gar nicht gebraucht. Ach man, so doof. Ich brauche noch einen blauen. Gut, ich meine, wahrscheinlich ist es so, dass man über die Level verteilt. Also, wenn es gut designt ist, wird es so sein, dass man über die Level verteilt genug Schlüssel bekommt. Dass man alle Secrets in allen Leveln sozusagen damit bedienen kann. Aber schauen wir mal. Soweit weiß ich das ja noch nicht. Oh ja, hier wollte ich auch noch mal unbedingt. Die Mitglieder des Stammes der Schaufensterpuppen glauben, sie seien die Alten. Na dann. Ja, das ist wieder die andere Seite von diesem Parcours. Da sind oben noch jeweils so ein paar von diesen Dingern. Aber da kommen wir nicht hin. Ich denke mal, da kommen wir nur dann hin, wenn wir einen Double Jump oder irgendwas gekauft haben. Keine Ahnung. Huha. Ich bin gerade so ein bisschen im Turbo-Mode unterwegs. Wer ist er hier? Wobei ein Double Jump wird es nicht geben, dann werden die Türen nutzlos. Nee. Na gut, gehen wir zum Levelausgang, wollte ich sagen. Ah, aber dafür muss ich erstmal wieder in den Vordergrund kommen. Schauen wir mal, wie die Statistik für den Level jetzt aussieht. Dürften noch ein paar Medaillen, Dinger, Münzen, Coins, was auch immer fehlen. Niemand gesehen. An die Münzen, die wir hier kriegen, kommen wir nur ran, wenn wir den letzten blauen Schlüssel dazu haben. Ja, ich bin gerade ein bisschen doof, sorry. So, jetzt haben wir es aber. Ja, ganz nett. Naja, da fehlt ja noch einiges. Aber wir gucken uns erstmal hier um. Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Kann ich schon gucken? Nee, kann ich nicht. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute und sag ciao, ciao.